Antenne Vorarlberg. Hallo, ich bin Vorarlberg-Reporter Martin Kruger und ich befinde mich hier auf der Baustelle der L190. Hier geschieht ja momentan so einiges. Johann Siemeyer von der Abteilung für Straßenbau vom Land Vorarlberg. Was wird hier eigentlich alles gebaut? Wir machen eine neue Einbindung einer Gemeindestraße an die Landesstraße L190. Diese neue Gemeindestraße heißt dann Dürrstraße und ist Ersatz für die frühere Kesselstraße, die bei der Hohen Brücke eingemündet ist. Jetzt hat man schon vor Baubeginn einiges unternommen. Was wurde denn gemacht? Wir haben im letzten Jahr schon Vorlastschüttungen gemacht im Bereich der neuen Verkehrsflächen, das heißt im Bereich der neuen Gemeindestraße, im Bereich des Radweges, der verlegt werden muss, im Bereich der Verbreiterung der Landesstraße. Diese Vorbelastung des Untergrundes ist deswegen notwendig, um Setzungen im Untergrund vorwegzunehmen, dass dann, wenn die Verkehrsflächen errichtet sind, es nach Möglichkeit keine Setzungen mehr gibt. Jetzt ist das schon eine ziemlich große Baustelle, die hier gerade läuft. Was verspricht man sich von der neuen Planung? Von der neuen Planung verspricht man sich auf jeden Fall eine Verbesserung der Verkehrssicherheit. Die neue Einbindung der Gemeindestraße wird mit einer Ampelanlage versehen. Und das wird in dem Fall einfach eine sichere Kreuzung, kein Vergleich mit der alten Einbindung der Kesselstraße. Klingt wunderbar. Jetzt, wie lange wird es eigentlich dauern, bis die Straße wieder frei befahrbar ist? Ich muss vorausschicken, dass wir bei diesen Arbeiten sehr witterungsabhängig sind. Und unser Ziel ist es auf jeden Fall in der letzten Augustwoche, die Arbeiten so weit abzuschließen, dass wir den Verkehr auf der L190 wieder freigeben können. Wie schaut es momentan aus mit dem Baufortschritt? Läuft alles nach Plan? Wir sind momentan in der dritten Woche der Straßensperre und wir sind sehr zufrieden mit dem Baufortschritt. Bereits am kommenden Montag beginnen die Asphaltierungsarbeiten. Klingt wunderbar. Vielen Dank, Johann Siemeyer. Ja, spätestens ab September kann man wieder ungehindert zwischen Dombern und Lauterach über die L190 fahren. Antenne Vorarlberg!